Hey, du denkst, Laufen ist einfach? Ja, ist es auch. Aber es gibt so ganz typische Fehler, die machen die meisten Läufer. Und deswegen möchte ich dir heute 5 davon vorstellen. Fehler Nummer 1. Zu wenig Variation. Wer immer nur im gleichen Tempo und immer die gleiche Strecke und die gleiche Distanz läuft, der wird nicht vorankommen und dem fehlt auch irgendwann der Spaß, weil die Abwechslung einfach fehlt. Und deswegen ist mein Tipp, versuch möglichst viel Variation in dein Training zu bringen. Lauf in einem hügeligen Gelände, mal bergauf, mal bergab, lauf mal schnell, lauf mal langsam, lauf mal eine kurze Strecke, aber auch mal eine lange Strecke. Denn so verbesserst du dich und das hält deine Motivation oben und eben, wenn die Leistung steigt, dann macht es Ganze noch viel mehr Spaß. Fehler Nummer 2, die falsche Intensität. Hier gibt es im Grunde genommen 2 Kategorien. Die eine kommt mit knallrotem Kopf, völlig verschwitzt zu Hause an, ist jedes Mal total fertig. Derjenige sollte versuchen, wirklich wieder einen Schritt zurück zu machen und eher sich an Laufen ohne zu schnaufen zu orientieren, weil sonst bringt es einfach auch nicht viel, weil man einfach den Körper überlastet. Also lieber das Tempo reduzieren und mit dem Puls auch ein bisschen kontrollieren. Und dann gibt es die Gruppe Nummer 2, die eben immer nur im Schlürfschritt ganz gemütlich unterwegs ist. Der steigert sich auch nicht. Klar, am Anfang ist das in Ordnung, aber schrittweise vorankommen heißt auch Variabilität, also wieder an Tipp 1 denken. Fehler Nummer 3 ist die mangelnde Stabilität. Wer läuft, sollte auch immer ein ergänzendes Training machen für die Fußmuskulatur als allererstes, dann natürlich auch die Beinachse über den Rumpf bis zum Oberkörper. Und dazu kannst du auch super deine Umgebung nutzen. Such dir mal eine Parkbank oder einen Trimm-dich-Pfad und mach dort einfach Übungen, zum Beispiel Liegestützen, Dips, Planks oder Aufsteiger oder ähnliches. Dann kannst du das Ganze einfach kombinieren. Fehler Nummer 4 ist zu viel oder zu wenig Pause. Gerade der Laufeinsteiger kommt nur dann voran, wenn er wirklich seine 3-mal pro Woche schafft. Denn so kann der Körper einfach lernen und sich steigern und das macht dann auch richtig viel Spaß. Aber wenn du immer zu viel Pause lässt, also nur einmal pro Woche läufst, dann fängst du eigentlich immer wieder am gleichen Level wieder vor an. Deswegen sind diese 3-mal pro Woche ideal. Dann gibt es aber auch noch diejenigen, die zu viel laufen und dem Körper zu wenig Zeit geben, sich zu erholen. Dann ist es tatsächlich so, dass die Leistungskurve sogar nach unten zeigen kann. Deswegen versuche herauszufinden für dich persönlich, was dein optimales Level ist und passe es auch an deinen Alltag an. Und Fehler Nummer 5 ist die falsche Bekleidung. Beim Laufen solltest du auf Funktionskleidung setzen und dich am Zwiebelprinzip orientieren. Zwiebelprinzip bedeutet, die unterste Schicht ist ein dünnes Unterhemd, was die Feuchtigkeit von der Haut wegtransportiert. Schicht Nummer 2 ist ein dünnes oder ein mittelwarmes Longsleeve, was eben dazu dient, dass dir warm genug ist, aber auch nicht zu warm ist. Also das dient der Isolation. Und Lage Nummer 3 ist zum Beispiel ein Windstopper oder eben auch eine Regenjacke, je nach Wetter. Vor allem im Herbst, im Winter und im Frühling ist genau dieses Zwiebelprinzip entscheidend, dass du eben dir keine Infekte aufsackst und nicht zu warm bzw. zu kalt bist. So, jetzt hoffe ich, dass du diese Fehler vermeiden kannst, ganz viel Spaß beim Laufen hast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Servus!